Herzlich willkommen. Jetzt warten wir gerade noch kurz, bis uns ein paar Leute zuschauen. Genau, ich sehe schon, da kommen die ersten. Aber wir warten gerade noch auf meinen Interviewgast. Solange heiße ich schon mal euch schon mal herzlich willkommen. Heute auch wieder auf meiner Couch. Wir machen ein Interview zusammen mit der lieben Katharina von Vauhausen. Und sobald sie online ist, werde ich sie einladen. Genau, solange noch zu mir. Mein Name ist Violetta. Ich arbeite im Startup Center und mache verschiedene Dinge. Unter anderem jetzt auch gerade diese Interviewreihe, die wir jetzt gestartet haben vor, ich glaube, 3 Wochen. Und wir hatten schon ganz viele tolle Gäste, mal hier bei Instagram, aber auch bei Facebook. Und heute sind wir wieder bei Instagram Live. So, ich hoffe, das Audio passt und ich warte noch kurz. Da ist sie, ich sehe sie. Ist jetzt auch gleich die liebe Katharina da. Genau, super. Hi Katharina. Hallo, Violetta. Alles gut bei dir? Ja, Ja? passt. Alles okay, genau. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja. Mein Ja, allererstes Instagram Live. Ich bin schon sehr gespannt. ja, das wird auf jeden Fall gut. Genau, ich sehe auch schon, es gucken uns einige zu und ja, ich freue mich ganz besonders, dich heute hier zu haben. Ich habe dich ja schon während der Sandbox ein bisschen begleitet und ja, für die, die dich jetzt aber noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor, dein Startup, was machst du, wer bist du? Super gern, genau. Mein Name ist Katharina. Ich bin die Gründerin des Kindermodelabels von Pfauhausen. Wir sind ein nachhaltiges und stylisches Kindermodelabel. Gestartet sind wir mit dem Schwerpunkt Wollkleidung für Kinder, also Kinder und Babys, Kleinkinder und Babys. Unser Größenraster geht bis circa 6 Jahren, von 0 bis 6. Und ja, zu meinem Hintergrund. Ich habe hier im Ländle in Reutlingen Modedesign studiert mit Diplomabschluss, habe danach viele, viele Jahre in der Modeindustrie gearbeitet, im Bereich Design und Produktentwicklung. Und ja, nachdem ich 2 Kinder bekommen habe, ist eben die Idee dann langsam gereift, zu meinem dritten Baby quasi zu von Vauhausen. Interessant. Und so also die Idee hatte ich wirklich schon eine Weile und habe immer wieder drüber nachgedacht. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich habe, nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, gemerkt, oder für mich, sagen wir es mal so, für mich das Material Wolle entdeckt und speziell Wollvlies für Babys und Kleinkinder. Wie viele Vorteile das Ganze bietet, kannte ich davor nicht. So war mir nicht so bewusst. Und ja, habe dann festgestellt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass es auf dem Markt ja relativ einheitliche Sachen gab. Also es gab wenig stylisches, individuelles, vielleicht auch sich durch Design und gewisse Details abhebende Sachen, sondern so Sondern aus wie einem Label. ja. Und daraufhin habe ich mich gefragt, warum so ist und ob man es nicht anders machen könnte. Und eben nachdem ich meinen zweiten Sohn bekommen habe, war es letztendlich dann soweit, habe ich eben auch das Sandbox-Programm entdeckt für mich, habe mich darauf beworben. Es hat dann auch glücklicherweise geklappt. Und es war so die Initialzündung, tatsächlich auch die Idee in Taten umzusetzen. Okay. So ging es dann los, genau. Und jetzt gucke ich mal kurz genau die Timeline. Von der Timeline her vielleicht 2019 im April war Sandbox quasi vorbei. Es ging ja circa ein halbes Jahr. Und Februar 2020, diesen Jahres, da sind wir mit dem Online-Shop letztendlich live gegangen mit den ersten Produkten. Also es hat schon lange gereift, das Ganze. Ja. Ja, klar. Aber das ist ja auch oft ein Prozess, den viele Gründer und Gründerinnen erleben, dass es einfach dauert, ne? Dass es eben nicht von, man denkt so, oh, das mache ich jetzt mal schnell nebenher, sondern es ist halt ein Prozess.
Damals bist du dann in die Sandbox gekommen mit der Idee, richtig? Das war Genau. okay. Aber da hattest du noch nicht wirklich angefangen, irgendwas Ich oder. habe ein bisschen recherchiert und habe mich tatsächlich bei der IHK viel informiert. Das ist auch so die zweite Informationsquelle, die ich jedem Gründer ans Herz legen würde oder jemand, der sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht was Eigenes zu machen. Finde ich, IHK ist eine sehr gute Anlaufstelle und da war ich also während meiner Schwangerschaft dann bei einigen Informationsveranstaltungen und auch Workshops bieten sie teilweise sehr, sehr günstig oder for free zu den Themen Buchhaltung, Steuer, Gründung allgemein etc. Also das war auch schon ganz gut, genau. Und dann kam die Sandbox und da ging es dann ganz intensiv auch tatsächlich um die Idee konkret. Ah ja, super, sehr schön. Und ja, du hast schon ein bisschen erzählt, wie du auf die Idee gekommen bist, dass du eben dann Wolle für dich entdeckt hast. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und dann daraus entstanden, also weil du machst ja auch jetzt Werbung Richtung Nachhaltigkeit. Ist das dann, hing das dann gleich zusammen oder wie war das? Genau, also ich habe dann auch dadurch, dass ich ja schon viele Jahre, wie gesagt, in der Modebranche aktiv bin und arbeite und das, die ganzen Hintergründe kenne, ich bin zwar bei einem, die letzten Jahre bei einem relativ sehr hochwertigen Label unterwegs gewesen, da sind die Bedingungen nochmal anders, also schon geht stark in Richtung Nachhaltigkeit, auch wenn sie sich das nicht so stark auf die Fahnen schreiben. Aber für mich war es klar, wenn ich was mache in die Richtung, dann auf jeden Fall unter gewissen Kriterien. Und das erste war eben, dass ich gern mit Bio-Wolle arbeiten wollte, weil es unter anderem, also es ist wie, wenn man Bio-Lebensmittel konsumiert, dann bedingt für mich das eine das andere, was die Tierhaltung beispielsweise, also die Haltung der Schafe in dem Fall angeht. Sind es ähnliche Bedingungen wie jetzt in der Biolandwirtschaft, wenn wir die Sachen konsumieren? Und so war das klar, dass ich das auf jeden Fall nur auf diesem Wege machen werde. Mulesing ist auch ein Thema, diese schmerzhafte Behandlung der Schafe, die entfällt eben bei Biowolle. Da macht man das eben nicht. Also es ist so eine Art Beschneidung der Schafe. Da wird es nicht vorgenommen. Und genau, das war die Voraussetzung. Und ich arbeite eben, haben mir dann Lieferanten gesucht. Es war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, aber am Ende bin ich ganz gut fündig geworden für dieses, für die Biowolle, für den Stoff aus der biologischen Tierhaltung, GOTS-zertifiziert. Das heißt auch die Farbstoffe und die Behandlung der Fasern im Nachgang, bis das Material gefertigt da liegt, erfolgt auch unter strengen, nachhaltigen Bedingungen. Und genau, das war so der erste Schritt. Dann war es auch klar, dass wenn ich produzieren lasse, möchte ich gern, also natürlich kann ich durch bin ja dann zu meinem Lieferanten, als ich auf der Suche war, bin ich auch nach Portugal geflogen und hab mir ein paar angeschaut. Und klar kann ich schon bis zu einem gewissen Rahmen beurteilen, okay, ist es in Ordnung? Würde ich da mit gutem Gewissen meine Sachen produzieren lassen? Oder habe ich dann ein komisches Gefühl? Aber letztendlich, mir war es dann auch wichtig, dass eine externe Organisation das Ganze auch nochmal auf Herz und Nieren prüft. Und in dem Fall war es klar, es kommt nur GOTS in Frage, die jährlich das Zertifikat auch ausstellen, teilweise auch unangekündigte Kontrollen machen und da ist von A bis Z wirklich die komplette Produktionskette von der umwelttechnischen Seite, aber auch bezüglich der Arbeitsbedingungen, dann ob eine Kläranlage vorhanden ist, welche Chemikalien werden eingesetzt beim Färben, Ausrüsten der Stoffe etc. pp. Also bis zum fertigen Produkt sind es ganz strenge Richtlinien, die sowohl die Umwelt als auch den Arbeitsschutz und soziale Standards mit einschließen und ja, genau. Mir war es wichtig, dass es von extern, von jemandem, der sich wirklich richtig gut damit auskennt, das auch geprüft ist, dass ich mich drauf verlassen kann. Ja, Und klar, wie weil man selbst, ja, genau. kann das ja nicht so einschätzen. Also man kann sich so einen Einblick verschaffen, Schwierig. aber nicht so. Ja. Genau. Und ich selbst bin zwar nicht zertifiziert, weil das Ganze ja doch mit einem Aufwand und finanziell auch verbunden ist.
Aber zumindest mal weiß ich, dass mein Lieferant zertifiziert ist und ich kann das Siegel bei mir an meine Produkte natürlich nicht machen, dadurch, dass ich eben nicht zertifiziert bin. Aber ich kann sagen, macht's bitte genau nach diesen Standards, so wie ihr das auch für die anderen Kunden produziert. Sehr schön. Und du hast eben schon so ein bisschen erzählt, dass du Schwierigkeiten hattest, eingangs Lieferanten zu finden. War das das Schwierigste eingangs oder was war so beim Start deines Geschäfts das Schwierigste für dich persönlich? Ja, würde ich schon sagen, weil auch wenn ich Kontakt, also letztendlich bin ich dann auch über meine Kontakte an den Lieferanten gekommen. Man kann natürlich so eine Art Kaltakquise betreiben und einfach mal Lieferanten anschreiben. Man findet ja online, wenn man dann sucht und gerade auf der Gott-Seite, Adressen und Kontakte. Aber wenn du niemanden kennst, der da vielleicht Erfahrungen schon mit der Produktionsstätte hat oder der dir die empfiehlt, dann finde ich das schwierig, da selbst auch Vertrauen aufzubringen. Und letztendlich geht es ja am Ende des Tages ganz, ganz viel auf Vertrauensbasis und auch am Ende des Tages um einiges an Geld. Und deshalb, ja, fand ich, war das so mit ein Knackpunkt. Und du hast natürlich am Anfang, kannst du bei den normalen Stückzahlen, die jetzt ein mittelgroßes bis großes Label produziert, nicht mithalten. Also der Lieferant muss dich auch aufnehmen, sein Portfolio und sagen, okay, ich riskiere es, ich gehe mit den Minimums runter, aber ich glaube an die Idee und an das Unternehmen und supporte das in gewisser Weise. Ja. Okay, das heißt, es ist auch viel Lobbyarbeit nötig vielleicht dann von Seiten der Gründer. Genau, ja. Cool. Und auf deinem Instagram-Kanal erzählst du ja auch mal so ein bisschen von deinem Leben als Gründerin, Mompreneur, ich weiß nicht, ob man es so nennen darf. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn man jetzt, ich meine, zwei Kinder, ich glaube, beide auch noch im Kleinkind oder Alter, hast du Genau. Tipps, wie man damit umgeht oder was sind so Herausforderungen, wo würdest du dir Unterstützung wünschen? Also meine Söhne sind 3 und 6, sind beide bis oder gewesen bis vor kurzem noch in Kinderbetreuung. Das war schon mal sehr hilfreich. Genau, dann mein Mann unterstützt mich sehr, sehr viel. Da muss ich sagen, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Auch neben seinem Vollzeitjob. Also gerade jetzt im Moment merkt man das total, wie viel wert das eigentlich ist. Ich glaube, ohne diese Unterstützung wäre es gar nicht möglich. Also das, wenn dein Partner nicht dahinter steht dann, und nicht an die Idee glaubt, dann kann man das eigentlich gleich lassen. Weil es gibt schon öfter Situationen, wo man sich denkt, oh, klappt das überhaupt? Und ist es das wert? Und sitzt abends bis spät da noch und muss Sachen machen. Und wenn aber dir woanders wieder unter die Arme gegriffen wird und nicht erwartet wird, dass irgendwie das Abendessen auf dem Tisch steht und dann die Küche aufgeräumt ist oder sowas, ja, sondern jeder irgendwo mit anpackt und das gleichmäßig aufgeteilt ist, dann passt das echt gut. Das ist, finde ich, sehr viel wert. Und was würde ich mir, also die größte Herausforderung ist im Moment letztendlich, so blöd es klingt, die Kinder nicht zu viel Fernseh gucken lassen, sondern das irgendwie in Maßen zu halten und auf einem guten Wege hinzubekommen durch die Zeit. Ja. Ich glaube, vor der Sache sind viele Eltern gerade, oder? Also. Ja, genau. Aber ja, es geht. Es geht. Klar, muss man Abstriche machen. Wie gesagt, abends ist dann dafür öfter mal arbeiten angesagt. Aber im Großen und Ganzen geht es gut. Und meine Hoffnung ist ja schon, worauf ich setze, dass ich gerade durch die Selbstständigkeit natürlich auch eine gewisse Freiheit und Flexibilität mir erarbeite, die man so im Angestelltenverhältnis nicht unbedingt hat. Genau, das wäre so mein Ziel, dass ich mir das ein bisschen die Zeit besser einteilen kann und auch letztendlich meine Kinder davon profitieren, dass ich auch mal tagsüber Zeit habe für sie, spontan auch oder ja. Schön. Super. Hier jetzt schon mal, ich habe noch eine Frage
Frage. Aber wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht Fragen an Katharina haben, könnt ihr sie schon mal in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche, keine Frage zu übersehen, aber es ist ein bisschen unübersichtlich hier bei Instagram. Also ansonsten einfach nochmal die Frage posten, falls was untergeht. Ja, jetzt hast du ja eben auch schon ein bisschen erwähnt, Corona hat auch dich beeinflusst, jetzt nicht nur in der Kinderbetreuung, sondern es hat ja auch Auswirkungen auf dein Geschäftsmodell. Ich habe gesehen, du machst auch jetzt Masken. Wie kam es dazu oder also wie ist deine Haltung dazu? Also die Idee war schon länger im Raum gestanden, klar. Ich glaube, wie bei ga ganz vielen. Und dann habe ich wirklich hin und her überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht? Weil irgendwie so am Anfang war das schon eine komische Sache, aus so einem so einer Situation irgendwo Geschäftsmodell zu machen, ist irgendwie ja ein komisches Gefühl. Mittlerweile muss ich sagen, gehört es zum Alltag inzwischen. Ganz, ganz viele. Also man fällt eher auf, glaube ich, als Label, wenn man das nicht macht, als wie wenn man das macht. Und ja, die Idee oder letztendlich beschlossen, das zu machen, habe ich, nachdem ich gesehen habe, also ich kenne ein paar kleinere Labels auch, die bisschen früher damit angefangen haben und die dann immer wieder rückgemeldet haben, oh Gott, wir kommen gar nicht hinterher, die Nachfrage ist so riesig. Und zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor Ostern, da gab es beispielsweise Kindermasken so gut wie gar nicht auf dem Markt. Ich habe auch von vielen Eltern gehört, Gott, wir wüssten gar nicht, wo wir eine kaufen sollten. Und dann dachte ich, okay, als Kindermodelabel bietet sich es eigentlich ganz gut an. Zumal mit Bio-Stoffen, also ich mache ja nicht nur Wolle letztendlich, sondern für die wärmere Saison, jetzt für die Sommersaison, habe ich auch Wett-Kombi im Angebot oder arbeite gerade an einem T-Shirt und eben alles mit Biobaumwolle und es bietet sich total an, weil es immer permanent direkt auf der Haut ist und eingeatmet wird und so weiter. Und ist natürlich die gesündeste Alternative. Genau, und dann war ich gerade in Verhandlungen mit meinem portugiesischen Lieferanten. Die kamen dann auch noch auf mich zu und meinten, ja, du, wir machen das für ein paar Kunden. Hättest du auch Interesse? Und dachte ich, ja, klar. Parallel habe ich gedacht, okay, ich muss das jetzt mal, das war ja wie gesagt kurz vor Ostern, dachte ich, ich muss das jetzt mal antesten, wie das so anläuft, quasi à la Lean-Variante. Habe ich einen Schnitt da gehabt, habe ein paar zugeschnitten, konnte durch eine Bekannte die ganz schnell bedrucken lassen. Das ging mit ratzfatz und habe sie dann einfach mal online gestellt, um zu schauen, wie die Resonanz ist. Und das war wirklich richtig gut. Die waren auch schnell ausverkauft. Und daraufhin war es dann klar, okay, ich muss jetzt noch ein paar mehr beschaffen. Und genau. Und jetzt, ja, können welche bestellt werden. Es gibt zwei Farben. Die Lieferung wurde heute losgeschickt an mich. Das heißt, übermorgen sind die da und ich kann die direkt weiter verschicken. Wow, super. Sehr schön. Es kam eine Frage rein. Hast du auch vor, dein Sortiment zu erweitern, also an Materialien und anderen Kleidungsstücken? So ein bisschen hast du ja gerade schon gesagt, aber gibt es noch irgendwie, also vielleicht auch ein bisschen was deine Vision? Also das verstehe ich jetzt so ein bisschen dahinter. Also meine Vision ist so eine Art Lifestyle-Label für Kinder zu werden. Es gibt so ein paar Marken, die ich selbst gut finde, cool finde, aus dem skandinavischen Raum oder aus Israel beispielsweise. Sind keine großen Mainstream-Marken, aber die machen, finde ich, richtig tolle kreative Sachen für Kinder. Und meine Idee ist eben, in ähnliche Richtung zu gehen, aber mit Schwerpunkt Biomaterialien und Schwerpunkt speziell Wolle. Klar, da ist die Winter- und die Übergangssaison sind natürlich dann auch gegeben als Hauptabsatzzeitraum. Wobei ich zwischendurch, also wie gesagt, ich habe jetzt auch mit Sweat angefangen. Ganz schöne, weiche Basic-Styles, eine Hose und ein Sweatshirt für Kinder und T-Shirts werde ich auch mit ins Programm aufnehmen. Und was mir auch ganz arg wichtig ist, dass zumindest bislang schaffe ich es,
tatsächlich auch Unisex-Teile zu machen. Also dass es sowohl für die Mädels, also geschlechterunabhängig gekauft werden kann und auch angezogen werden kann, ist natürlich die nachhaltigste Variante auch, wenn man gerade wenn man Mädel und Junge hat, kann man die Sachen direkt weiter anziehen. Muss nicht gucken. Und ich setze jetzt nicht unbedingt auf Einhörner und Traktoren, auf ein T-Shirt oder auf ein Sweatie, sondern eher, ja, andere, wenn Druckmotive, dann was Witziges, aber eher was Cooleres, oder eben ganz andere Details, auch funktionale Details, solche Dinge, auch Sachen, die mitwachsen, ist mir ganz arg wichtig. Das ist jetzt bei den Sweaties zum Beispiel der Fall. Ah ja, die wachsen mit. Genau, also die Hose wird unten, die haben so Ribbündchen, wird am Anfang umgeschlagen und quasi verlängert werden. Und beim Sweatshirt, das ist an sich so lässig überschnitten geschnitten, dass es locker. Also mein Sohn hat das erste Muster, das trägt er jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Ja, Passt das ist ihm. entlang für Kinder, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen, ja. Genau. Ja, da ist ja oft ein paar Wochen und dann. Genau, weil ich meine, die nachhaltigste Variante ist eben, dass man die Sachen lange trägt und auch weiter vererbt. Und das funktioniert beispielsweise mit den Woll-Overalls und Wolljacken auch wunderbar. Also die können dann mehrere Kinder tatsächlich anziehen. Super. Richtig spannend. Also ich bin gespannt, was sich da noch tut. Ich gucke Ja. noch mal kurz, ob ich hier jetzt noch irgendeine Frage entdecke, aber ich sehe keine gerade. So, jetzt. Instagram und ich. ja, Das super. wird mal besser. Ja, genau. Jemand wird es besser, genau. Ja, sehr schön. Ja, wenn dann keine Fragen mehr aus dem Publikum kommen, würde ich dir noch kurz Raum eingeben, dass du, was möchtest du künftigen Gründerinnen und Gründern oder Modelabeln im Allgemeinen oder irgendeine Botschaft, die du gerne noch loswerden möchtest an diesem Punkt, bevor ich meine Abmoderation mache? Also, ich finde, hörst du mich eigentlich gut? Bei mir war gerade die Verbindung nicht so gut. Ja, Passt es bei jetzt, dir wieder weiter? jetzt höre ich dich wieder. Also, hörst du mich nicht? Okay. Ja, doch. Also Warte ich mal, ich glaube, mach ich. mal vielleicht. Doch, aber abgehakt immer wieder. Ah, okay. Also ich höre dich ganz gut. Ich weiß jetzt an Warte meinem. mal ganz kurz. Nee, jetzt nicht. Ja, jetzt lädt es bei ihr auch gerade. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauerinnen auch sehen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Augenblick Geduld. Und ich hoffe, ihr hört mich noch. So, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich Ja. wieder. Sehr Okay. gut. Gut. Tipps für Gründerinnen und Gründer. Also ich finde, man sollte mit seiner Idee immer rausgehen, und das gar nicht so verstecken oder keine Scheu haben, drüber zu sprechen. Man wird schon selbst merken, ob das Feedback, was man bekommt, wirklich wertvoll ist oder ob da irgendwelche einfach nur jemand sich nicht traut, was Konstruktives zu sagen und einfach nur sagt, ah ja, schön, gut. Also es ist ja meistens so im Verwandten- und Bekanntenkreis vielleicht, aber ich finde noch weiter rauszukommen, also gerade wie mit dem Sandbox-Programm hat mir sehr stark geholfen und da von wildfremden Menschen quasi auch zu hören, was sie denn von der Idee halten und die Idee dann auch gleichzeitig vielleicht durch Bemerkungen, Tipps und Kommentare optimieren und sich eben auch Unterstützung suchen, also eben sei es andere Gründer oder auch eben Support auf anderer Ebene, wie jetzt von euch, was wir bekommen haben.
ist dann immer sehr wertvoll, um sich auszutauschen. Und es gibt inzwischen ja so viele Programme, die angeboten werden, gerade für Gründer. Also ich finde es echt super. Und ich glaube, als Frau hat man eh noch mal so ein bisschen Vorteil dadurch, dass es ja zu wenig, leider Gottes, zu wenig weibliche Gründerinnen gibt in Deutschland. Habe ich das Gefühl, wird man da noch mehr irgendwo bekommt man noch mehr Support, wenn man sich denn nach draußen traut mit seiner Idee. Okay, super. Ja, also einfach mal rausgehen ist die Devise. Genau. Und drüber erzählen, drüber sprechen und schauen, was passiert. Kontakte suchen, genau, Verbündete, Unterstützer. So, das hilft, finde ich, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, das ist schon mal sehr gut. Sind auf jeden Fall viele, also ich denke, das ist immer wertvoll. Ich denke, am Anfang denkt man so, oh, ist das wirklich eine Idee und mache ich das jetzt und wo finde ich den einfach? Ich glaube, ganz viel ist einfach mit den Leuten sprechen und die Hemmung ablegen. Genau, Genau. oder was vielleicht auch oft, was man oft denkt, oh Gott, wenn das jemand klaut, die Idee, wenn jemand schneller ist als ich. Ja. Es kann auch passieren, selbst wenn man nicht drüber spricht, dass jemand schneller ist, ist wirklich ganz oft so. Und davor sollte man gar keine Angst haben. Also das, wenn die Idee gut ist und man sie selbst gut findet und dahinter klemmt, ich meine, der Markt ist groß, allein in meinem Fall Kinderbekleidung. Ich kenne mehrere, die fast parallel mit mir gestartet sind oder vielleicht kurz vorher. Aber wie gesagt, der Kuchen ist für alle da und kann aufgeteilt werden. Ja. Daher. Genau, das denke ich auch. Der Kuchen ist groß genug. Genau. Ja. Genau. Ja. Schön. Gut, dann hier war noch irgendwie ein Kommentar, dass eine Frage übersehen wurde, aber die Frage dann doch wieder beantwortet wurde. Also ich sehe keine Fragen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe gerade noch mal alles durchgescrollt, aber ich finde keine Frage mehr. Ich hoffe, dass das ja, dass das passt. Also, Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank für dein erstes Live-Interview, dass ich dabei sein durfte, dass ich die Interviewpartnerin von dir sein durfte. Ich fand es super spannend, viele tolle Insights. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich denke, wir sehen uns ja eh ab und zu mal oder sind irgendwie im Kontakt. Und ja, für alle, die nicht genug bekommen können von unseren Live-Interviews, die können am Donnerstag zu Facebook schalten. Da sind wir mit dem Jetzt Verlag im Gespräch. Und ja, allen noch einen wunderschönen Abend. Die Sonne ist wieder da, genießt's und bis bald. Tschüss, Vielen Katharina. Dank. Danke, Violetta. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ciao. Ciao.